Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von den Steuernews 2021, den Neuregelungen. Wie im ersten Teil angekündigt, machen wir direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. Und wie ich dann auch im vorigen Teil angekündigt habe, diesmal auch mit einem sicheren Rechtsstand. Es hat sich ganz schön viel getan und es sind doch ganz schön viele Dinge ein bisschen anzukommen, als ich erwartet habe. Ein paar muss ich tatsächlich sogar noch überprüfen. Die wären dann aber dann in Video 3. Wenn es schlecht läuft, sage ich mal, Video 4 sogar kommen. Ich hoffe allerdings, dass ich das in einem weiteren dritten Video dann komplett abhalten kann. Der Fahrplan ist heute auch relativ lang, aber es sind sehr spannende Themen. Und ihr seht es schon anhand dieser Folie, Gliederung, die gliedert sich selbst wiederum in zwei Folien, ne? Wir fangen an mit der Einführung der Homeoffice-Pauschale. Etwas, wo es ganz viel Hype und Jubel gibt, was in der Praxis aber, naja, ich sage so, praktisch so gut wie nie zum Tragen kommen wird. So nach dem Motto, ja, sieht toll aus, aber das, was drin ist, bringt uns nicht viel. Das zweite ist die Erhöhung der Sachbezugsfreigrenze, das ist schon ein bisschen besser, allerdings werdet ihr sehen nicht sofort. Drittens ist die Änderung IAB, sollte man nicht unerwähnt lassen, relativ wichtig. Viertens ist die Bewertung der technischen Sicherheitseinrichtung, kurz TSE für Kassen, auch ein sehr wichtiger Punkt. Bei fünftens kümmern Sie sich um die Verkürzung der Bindungsfrist der gesetzlichen Krankenkassen. Sechstens ist die Pflicht zur Bestellung eines Bevollmächtigten für Unternehmen ohne Betriebsstätte, aber mit Angestellten in Deutschland. Siebtens ist die Anhebung der Pendlerpauschale. Klingt auch erstmal ganz gut, in der Praxis aber, ich sage mal, ein zweischneidiges Schwert, wir werden gleich sehen, warum. Bei achtens kommt dann der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, der ab jetzt nur noch digital eingereicht werden darf, zumindest in den meisten Fällen. Neuntens, das ist wahrscheinlich der Punkt, den jeder schon mal gehört hat, ist, dass der Soli wegfällt. Zumindest wird das oftmals so kommuniziert, aber im Detail betrachtet muss man da ein paar Einschränkungen machen. Erstens, der Soli fällt nur in der Einkommenssteuer weg. Und zweitens, dort fällt er auch nicht komplett weg. Zwar für 90% der meisten Menschen, sprich also gering und ich sag mal Mittelverdiener. Für 6% der Leute wird der Soli zumindest weniger kosten und 4% müssen immer noch vollen Soli zahlen. Zumindest sind das die ungefähren Schätzungen aktuell. Dann kommt zehntens die Senkung der Abzugsbeschränkung für verbilligte Wohnraumvermietung auf 50%. Elftens die Steuerbefreiung in Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer für vorübergehend Unterbringung von Wohnungslosen. Zwölftens die Erweiterung der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft der Umsatzsteuer 13b auf Telekommunikationsleistungen. Dreizehntens wird dann die Wiedereinführung der degressiven AFA. Vierzehntens die Erhöhung des Verlustrücktrags in der Einkommensteuer auf 5 Millionen Euro, vorübergehend wohlgemerkt. Und last but not least, 15. die Erhöhung des Entlastungsbetrages für Alleinerziehende. Das sind also quasi die Themen, die uns heute so erwarten. Sagen wir so eher Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer. In der nächsten kommen die Sachen, die ich aktuell noch als unsicher drin habe. Und es wird auch ein Schwerpunkt auf die Umsatzsteuergeschichten, vor allem den One-Stop-Shop gehen. Allerdings möchte ich mir da die aktuelle Sache nochmal genauer anschauen, weil es da ein paar Sachen gibt, wo ich mir ein bisschen unsicher bin, ob das tatsächlich vom Entwurf so eins zu eins übernommen wurde. Gut, aber für heute haben wir unsere Agenda und fangen mit der direkt an. Und zwar mit der umstrittenen Einführung der Homeoffice-Pauschale. Klingt erstmal ganz toll, und zwar ab 01.01.2020 kann nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b Satz 4 StG eine Pauschale für Homeoffice geltend gemacht werden. Die beträgt dann 5 Euro pro Tag, der komplett im Homeoffice gearbeitet wurde, maximal 600 Euro pro Jahr, also wenn man so wollte, 120 Homeoffice-Tage im Jahr. Komplett heißt natürlich auch, dass keine weitere Arbeitsstelle oder etwas Ähnliches aufgesucht werden durfte an dem Tag. Sprich, ist man 6 Stunden im Büro, also im Homeoffice-Büro, müsste man vielleicht eher sagen, und geht dann 2 Stunden wirklich zu seiner Arbeitsstelle, dann ist man zwar früh oder vorwiegend im Homeoffice gewesen, ist aber nicht ansetzbar, weil es kein kompletter Tag ist. Man war halt 2 Stunden auf Arbeit. Es muss auch kein Arbeitszimmer vorliegen, das ist keine zwingende Voraussetzung. Liegt jedoch ein Arbeitszimmer vor, dann muss man sich entscheiden, möchte ich das Arbeitszimmer geltend machen oder die Pauschale. Beides geht nicht. Die Homeoffice-Pauschale wird in die Werbungskostenpauschale mit einbezogen und nicht separat gewährt. So, warum klingt das erstmal relativ toll? Klar, dann haben wir diese Einschränkungen, die machen es ein bisschen bitter, aber in der Praxis wird diese Homeoffice-Pauschale sich halt kaum auswirken, weil in dem Tag, wo ich im Homeoffice bin, fällt quasi meine Pendlerpauschale ja weg, weil
quasi, dass meine Erstbetriebsstätte ist. Zumindest vermute ich das mal so. Wäre natürlich toll, wenn es nicht so wäre. Steht jetzt nicht genauso drin, wie das gedacht ist. Aber ich habe ja keinen Weg zu meiner ersten Tätigkeitsstätte gehabt. Von daher würde ich sagen, ist da eine Pendlerpauschale von der Logik her, der Originalität des Gesetzes nicht denkbar. Und 5 Euro pro Tag wird man höchstwahrscheinlich nicht quasi so weit rankommen wie mit der Pendlerpauschale. Jetzt wird man sagen, ja gut, klar, ich spare mir natürlich auch die Fahrtkosten. Ist richtig, ist ein Argument. Keine Frage, wird so sein. Und ob man die 5 Euro pro Tag ausreizt, ist auch so eine Frage. Wie viel Strom verbraucht man? Welche Betriebsmittel muss man verbrauchen? Kuli, Papier, was auch immer. Kriege ich das vom Arbeitgeber erstattet? Oder quasi ist das für mich dann in der Homeoffice-Pauschale mit drin? Das wird sich in der Praxis dann zeigen müssen. Gut. Wenn ich also zu Hause arbeite, dann ist es okay, ich mache meine Homeoffice-Pauschale, aber wenn ich ein Arbeitszimmer bisher angesetzt habe, muss ich mich entscheiden und in der Regel wird das Arbeitszimmer günstiger sein, also vorteilhafter sein steuerlich, weswegen höchstwahrscheinlich das Arbeitszimmer gewählt werden wird. Nichtsdestotrotz haben wir dann noch diese Begrenzung auf die normale Währungskostenpauschale von 1000 Euro pro Jahr. Das bedeutet, das werden wir jetzt mal gleich rechnerisch sehen, sagen wir mal, wir haben alle Währungskosten außer Homeoffice-Pauschale, die 800 Euro sind. Und es wurde 60 Tage im Homeoffice gearbeitet. Mal 5 Euro pro Tag heißt das, wir haben eine Homeoffice-Pauschale in Höhe von 300 Euro. Das bedeutet jetzt so rechnerisch, wenn wir es falsch machen würden und wie die Homeoffice-Pauschale sinnvoll wäre, würde man sagen, die Werbungskosten-Pauschbetrag 800 Euro, mindestens 1000 Euro, also eben hier 1000 Euro, plus die Homeoffice-Pauschale von 300 Euro macht Werbungskosten von 1300 Euro. Das wäre, sagen wir von der Logik her, sinnvoll ist quasi zusätzlich zu werden, aber ist ja nicht zusätzlich. Da müssen wir rechnen, der Werbungskosten-Pauschbetrag sind 800 Euro plus die Homeoffice-Pauschale von 300 Euro macht 1100 Euro, mindestens 1000 Euro, was ist mehr? 1100 Euro sind mehr. Und das heißt, wir können 1100 Euro Werbungskosten ansetzen. Oder anders auszudrücken, in diesem Beispiel hätte sich die Homeoffice-Pauschale mit 100 Euro ausgewirkt. Kann man jetzt ja natürlich nicht genauso sagen. Man kann auch sagen, ja, in den Werbungskosten sind sonst was für Sachen drin, davon haben sich auch vielleicht nur 100 Euro ausgewirkt. Stimmt. Aber insgesamt führt das dazu, dass die Homeoffice-Pauschale eher praktisch unnütz ist, weil, gut, wenn ich nicht zur Arbeit fahre, die Fahrtkosten sind der Hauptkostenbestandteil der Werbungskosten für die Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit. Die fallen dann mehr oder weniger weg, wenn ich im Homeoffice arbeite. Ja, Werbungskostenpauschale sind die Homeoffice-Pauschale von 600 Euro drinne. Das heißt, die 1000 Euro Grenze ohne Fahrtkosten werde ich höchstwahrscheinlich nicht reißen. Mit dem Arbeitszimmer könnte man es reißen, aber dann kann ich die Homeoffice-Pauschale auch nicht geltend machen. Also werde ich die quasi entweder nicht reißen damit oder aber ich werde das Arbeitszimmer wählen. Wir können also nur dann wirklich diese Homeoffice-Pauschale sinnvoll geltend machen. Oder es gibt nur Fälle, wo es sinnvoll wäre. In den Fällen, wo man tatsächlich den ganzen Tag im Homeoffice arbeitet und dann noch viele Reisekosten hat. Also keine Fahrtkosten, sondern Reisekosten. Allerdings ist das wohl eher kaum ein denkbarer Fall. Mir fällt, wie gesagt, spontan jetzt nicht ein, wie man hier quasi, ich sag mal, die 600 Euro Homeoffice-Pauschale komplett ausreizen könnte, ohne dass man hier irgendwas knackt. Ist natürlich, wenn wir 120 Tage im Homeoffice arbeiten, also wenn wir es ideal timen und sagen wir haben 210 Arbeitstage oder so und 90 Tage Fahrtkosten verursachen, also 90 Tage Pendlerpauschale, dann kommen wir natürlich auch drüber, aber wie gesagt, die 1000 Euro Werbungskosten-Pauschbetrag, den wird man viel eher ausreizen ohne die Fahrtkosten als die Homeoffice-Pauschale, sodass die sich in der Praxis halt nicht wirklich auswirken wirken wird. Denn meistens knackt man die 1000 Euro halt wirklich nur mit dem Arbeitszimmer oder halt mit der Fahrtkostenpauschale. Gut, so viel dazu. Jetzt kommen wir zur Erhöhung der Sachbezugsfreigrenze. Das geht kurz und schmerzlos. Ganz einfach. Die kennt jeder, das sind 44 Euro pro Monat. Und ab 01.01.22 soll sich diese Sachbezugsfreigrenze nach § 8 Absatz 2 Satz 11 von 44 auf die 50 Euro dann erhöhen pro Monat und pro Angestellten, die man gewähren kann. Damit kommen wir auch schon zum Endrunden des IAW. Und ja, hier war man relativ großzügig, finde ich mal gesagt, für Investitionen ab 01.01.20.
ändern sich die Regelungen des Investitionsabzugsbetrages nach § 7g StG wie folgt. Denn erstens waren ja bisher nur Wirtschaftsgüter begünstigt, die im Jahr der Anschaffung und im Folgejahr mindestens 90% betrieblich genutzt werden. Das wird jetzt auch erweitert auf vermietete Wirtschaftsgüter, unabhängig von der Dauer der Vermietung. Also selbst wenn ich die nicht selber nutze, sondern sie mir nur gekauft habe, um sie weiter zu vermieten, sagen beispielsweise ein Busfahrunternehmen, das seine Busse vermietet, dann wäre da ein IAB möglich. Und das Zweite ist, dass man gesagt hat, dass nicht nur 40, sondern jetzt sogar 50% der geplanten Investitionskosten gewinnmindernd abgezogen werden können. Und die dritte Neuerung ist, man hat die Gewinngrenze des IABs erhöht. Der beträgt nun, also einmal hat man sie erhöht und zugleich hat man die Gelegenheit sinnvollerweise genutzt und die vereinheitlicht zu sagen, es gibt verschiedene Gewinngrenzen für die verschiedenen Einkunftsarten. Hat man jetzt gesagt, nein, gilt für alle gleich, aber wir erhöhen direkt auf 200.000 Euro. Das heißt, solange man die 200.000 Euro nicht überschreitet, Gewinn, ist es egal, welche Einkunftsart man hat, also klar von den Gewinneinkünften, dann kann man, wenn man denn möchte und was anschaffen will, einen IAB bilden. Viertens, die Bewertung der technischen Sicherheitseinrichtung für Kassen, kurz TSE. Und wer vom Fach ist, weiß, es ist ein leidiges Thema. Kassenführung und vor allem Kassenprüfung wird immer strenger, immer schlimmer, muss man auch sagen. Letztes Jahr kam die unangekündigte Prüfung. Die Kassensysteme werden sowieso immer oder müssen immer sicherer gemacht werden. Jetzt kommt auch noch diese Sache mit der technischen Sicherheitseinrichtung. Und die ganzen Regelungen durch diese verpflichtete Anschaffung, das heißt Nachrüstung von Kassen mit TSE inklusive der ganzen Einrichtungskosten, das kann man dann auch sehen in den GOBDs, in der Kassensicherungsverordnung und der AO. Da stellt sich doch dann die Frage, wie diese technische Sicherheitseinrichtung proprietärisch zu bewerten ist. Also nicht nur die Kasse selbst, sondern diese spezielle Einrichtung, wenn man sie nachrüstet oder halt man sich eine Kasse dann komplett kauft, die das schon hat. Bei der Nachrüstung hat der Gesetzgeber tatsächlich aber sogar eine Wahlmöglichkeit gelassen und gesagt, entweder sagst du, dass das Ding zwar nicht selbstständig ist, aber du darfst es trotzdem über 3 Jahre lang abschreiben. Oder Variante 2, die jeder höchstwahrscheinlich wählen wird, nimmst sofort als Aufwand, quasi im Sinne von Erhaltungsaufwand, in dem Sinne, man hat die Kasse halt nachgerüstet, es gilt nicht als Verbesserung oder neue Sache, die aktiviert werden muss, oder das heißt, wahrweise muss man das nicht so sehen, sondern kann auch sagen, ja, quasi ist ein Upgrade im Sinne von Aufwand, im Sinne von wirklich den normalen IT- bzw. Wartungskosten etc. Fünftens, die Verkürzung der Bindungsfrist gesetzlicher Krankenkassen. Das auch recht schnell gesagt, und zwar ab 01.01.2021 verkürzt sich die Frist, die nach einem gesetzlichen Krankenkassenwechsel vergehen muss, ehe erneut gewechselt werden kann, von 18 auf 12 Monate. Oder anders gesagt, man kann jetzt nicht alle anderthalb Jahre, sondern jetzt schon quasi jährlich seine Kasse wechseln. Dann kommt sechstens die Pflicht zur Bestellung eines Bevollmächtigten für Unternehmen ohne Betriebsstätte, aber mit Angestellten in Deutschland. Ein bisschen komplizierter, aber ein einfacher Hintergrund, und zwar beschäftigt ab 01.01.2021 ein Arbeitgeber ohne Betriebsstätte in Deutschland, allerdings ein Arbeitnehmer in Deutschland. Dann muss der Arbeitgeber in Deutschland einen Bevollmächtigten bestellen, der alle SV-Unterlagen in Deutschland in deutscher Sprache aufzubewahren hat. Also machen wir ein klassisches Beispiel, wir haben ein IT-Unternehmen, das sitzt meinetwegen in Holland, und die stellen hier in Deutschland einen Arbeitnehmer ein, der auch in Deutschland lebt. Dann muss jetzt ab jetzt das IT-Unternehmen dafür sorgen, dass es hier irgendwo in Deutschland einen Bevollmächtigten gibt, der die SV-Unterlagen in Deutschland in deutscher Sprache für diesen Angestellten oder auch für alle anderen Angestellten, man kann denke ich noch mehrere wählen, aufzubewahren hat. Ist einfach nur so gedacht, dass die Kommunikation schneller geht. Siebtens, die Anhebung der Pendlerpauschale. Erstmal kurz die Sachen und dann, was daran kritisch ist. Erstens, ab 01.01.2021 beträgt die Pendlerpauschale nicht einfach nur 30 Cent pro Kilometer, sondern für die ersten 20 Kilometer 30 Cent pro Kilometer und für jeden weiteren Kilometer 35 Cent pro Kilometer. Natürlich wieder einfache Strecke. Höchstwahrscheinlich wird es so gedacht sein, dass bei Behinderten dieselben Regelungen gelten, nur dass sie halt wie bisher auch nicht die einfache Strecke, sondern auch die Rücktour ansetzen können, wenn halt die entsprechende Merkzeichen G für gehbehindert oder in anderen dieser Sachen vorhanden ist. Gut, machen wir ein Beispiel.
Der schnell fährt 210 Tage pro Jahr zu seiner Betriebsstätte, wo er angestellt ist. Die einfache Entfernung ist 30 Kilometer. So, und jetzt wollen wir die Werbungskosten hier in Höhe der Fahrtkosten berechnen, die er geltend machen kann. Und hier müssen wir quasi rechnen 20 Kilometer mal 30 Cent pro Kilometer, quasi unsere erste Stufe, plus 30 minus 20 Kilometer oder einfach sagen wir 10 Kilometer, ne? Mal 35 Cent pro Kilometer mal 210 Tage sind 1995 Euro pro Jahr, die er als Fahrtkosten im Sinne der Pendlerpauschale geltend machen kann. So, was ist daran kritisch? Gut, kritisch ist erstmal, ist jetzt natürlich aufwendiger von der Dokumentation her, von der Berechnung her, aber gut, wenn die Programme entsprechend nachrüsten, das wäre das, was ich hoffe. Also für den Praxisanwender, man gibt hier in meinem Beispiel 30 Kilometer als einfache Entfernung ein. Das Programm rechnet selbst, ja klar, 20 Kilometer kriegst du 30 Cent pro Kilometer und für die letzten 10 je 35 Cent pro Kilometer hier, ich habe es ja ausgerechnet. Aber an sich ist es ansonsten halt ein bisschen mehr Arbeits- und Verwaltungsaufwand. Politisch gesehen ist noch ein zweiter Kritikpunkt, und zwar in puncto Umweltschutz. Ist es eigentlich sinnvoll und ist es eigentlich auch von der Regierung so gewollt, dass Betriebsstätten oder allgemein Arbeiten möglichst nahe des Wohnortes ausgeführt werden können? Die Anhebung einer Pendlerpauschale bewirkt natürlich, dass es lukrativer ist, auch möglichst weite Strecken zu fahren, was wiederum dazu führt, dass natürlich mehr Verkehr und mehr Umwelt entsteht und eigentlich dieses Ziel, möglichst nah am Wohnort zu arbeiten, ja quasi, ich sag mal, anti-subventioniert wird hier. Ich will jetzt hier gar nicht die ganzen Vielfahrer irgendwie umstimmen oder traurig machen. Ich freue mich für euch, dass ihr jetzt ein bisschen mehr Geld kriegt, weil die Preise steigen ja auch immer. Keine Frage, das ist durchaus gut so und ich sag mal, vom Gesetzgeber praktisch auch sehr sinnvoll gedacht, dass man hier einen Ausgleich schafft. Aber es korreliert, oder besser gesagt, es widerspricht halt den anderen Zielen, die man hat. Aber gut, das ist meistens schwer. Wie will man jeder zu Hause arbeiten? Das geht natürlich auch schlecht, keine Frage. Aber wie gesagt, ab jetzt so, man hätte natürlich, finde ich, aber auch sagen können, es gibt ab dem ersten Kilometer direkt 35 Cent. Das wäre fairer gewesen, finde ich. Aber gut, es ist jetzt so gekommen, ich habe es vorgestellt, damit leben wir. Dann kommt achtens. Und zwar, dass der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung nur noch digital eingereicht werden kann. Das gilt ab 01.01.2021 und gilt für die meisten steuerlichen Erfassungsbögen, also diese Bögen quasi, wo man ausfüllen muss, wenn man erstmalig eine Betriebsstätte, ein Unternehmen etc. eröffnet. Und zwar gilt das für die Aufnahme einer gewerblichen, freiberuflichen oder land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit, die Gründung einer Personengesellschaft oder Gemeinschaft und für die Gründung einer Kapitalgesellschaft bzw. Genossenschaft. Das wurde explizit so erwähnt, deswegen vermute ich, es gibt da noch ein paar andere. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, mir ist jetzt noch nicht so spontan jetzt eine eingefallen, die hier nicht drunter zählen würde, wann ich einen steuerlichen Erfassungsbogen bräuchte. Vielleicht, wenn man einen Verein hat, aber Verein ist rechtlich gesehen auch schon wieder eine Form der Kapitalgesellschaft. Gut. Okay, dann sind wir neuntens. Und zwar, sagen wir jetzt, größtes Thema hier, der Wegfall der Soli. In der EST zumindest zu großen Teilen. Und tatsächlich ist das ein bisschen, ja, ich sag mal, kompliziert im Gesetz geschrieben und ich habe mal auch so auf andere Seiten geschaut, kam das eigentlich gesagt nicht so gut rüber, deswegen hier machen wir ganz ausführlich. Also, erstens, es gilt ab 01.01.21, dass der Soli neu geregelt ist und nur an der Einkommensteuer. Für die Körperschaftsteuer bleibt alles gleich. 5,5% von unserer Körperschaftsteuer. Das heißt, es betrifft nur Privatpersonen die Veränderung. So, nach offiziellen Schätzungen führt das, wie ich schon einführungstechnisch gesagt habe, dazu, dass 90% der Privatpersonen keinen und höchstwahrscheinlich 6% einen verminderten und somit nur 4% den vollen Soli zahlen müssen. Das hat man relativ clever gemacht, wie man das erreicht, und zwar man hat zwei begrenzende Hürden eingeführt, die ich euch gerne vorstellen möchte. Ja, die erste Hürde ist der § 3 Absatz 2 des Solidaritätszuschlagsgesetzes, die sogenannte Freigrenze. Und wenn man konsequent ist, dann wird man als Gesetzgeber, wie alle anderen Grenzen auch, also Grundfreibetrag, die Rechengrößen für die Einkommensteuer und so weiter, die werden angepasst und deswegen gehe ich mal fest davon aus, dass diese Freigrenze auch angepasst wird. Ansonsten macht diese ganze Sache nämlich wenig Sinn. Und die Freigrenze sagt, wenn die Bemessungsgrundlage, was die Einkommensteuer ist, maximal 16.956 Euro bei Einzelveranlagung oder 33.912 Euro bei Zusammenveranlagung
beträgt, dann fällt kein Soli an. Und das wird halt ein Großteil, geschätzt in 90% der Privatpersonen, entlasten. Wenn man sich mal diese Grenze anschaut, ich sag mal ganz grob 17.000 Einkommensteuer pro Person, da werden wohl die wenigsten rankommen, die wenigsten werden so gut verdienen. Aber für die, die immer noch gut verdienen, gibt es auch die zweite Hürde, den Paragraphen 4 Satz 2 Solidaritätszuschlagsgesetz. Das ist so die sogenannte Deckelung, wenn die Freigrenze nicht greift. Das ist ein bisschen komplizierter. Und zwar beträgt die Bemessungsgrundlage, sprich die Einkommensteuer, mehr als 16.956 Euro bei der Einzelveranlagung oder 33.912 Euro bei der Zusammenveranlagung, dann beträgt der Soli 11,9% der Differenz zwischen der Freigrenzen aus erstens, maximal aber 5,5% der gesamten EST. Klar, sonst wären wir auf einmal bei 11,9%, klar. Das bedeutet für das Jahr 2021 folglich volle 5,5% Soli, erst ab einer Einkommensteuer in Höhe von 31.527,56 Euro bei Einzelveranlagung oder 63.055,13 Euro bei der Zusammenveranlagung. Und damit wären rechnerisch etwa 6% der Privatpersonen entlastet, weil, sind wir mal ehrlich, das ist auch schon ziemlich viel Kohle. Das ist mal für manchen das Jahresbrutto und nicht die Jahressteuer. So, machen wir da mal eine kleine Berechnung, das heißt eine Formel. Man muss hier quasi in drei Stufen prüfen. So, und zur Berechnung. Wir haben die Freigrenze in der Einzelveranlagung mit 16.956 Euro, die Zusammenveranlagung 33.912 Euro. Dann kommt unsere erste Hürde, hier auch in Gelb markiert. Man rechnet die Differenz zwischen der Einkommensteuer und der Freigrenze, davon 11,9%, mindestens aber 0 Euro. Dann kommt die zweite Stufe, maximal 5,5% mal der Einkommensteuer. Und der dritten Stufe entscheiden wir uns quasi, was günstiger, die erste oder die zweite Hürde, und wählen halt den niedrigeren Wert. Und da das ein bisschen unhandlich ist, machen wir das mal an einem Rechenbeispiel. Ich habe hier die Annette Zahlgut, die in der Einkommensteuer 2021 einzeln veranlagt wird und deren Soli berechnet werden soll, wenn sie 15.000 Euro, 25.000 Euro oder 35.000 Euro Einkommensteuer zu zahlen hätte. Wir fangen natürlich mit A, den 15.000 Euro an, das ist dann natürlich die Bemessungsgrundlage. Die Freigrenze, sie ist eins veranlagt, also 16.956 Euro. Nein, ist kein freier Betrag, ist wirklich auch eine Freigrenze, auch wenn wir jetzt quasi Differenz bilden, aber in der zweiten Stufe dürfen Sie halt nicht mit reinrechnen, wie es für eine Grenze typisch wäre. Wir sehen jetzt zwar hier schon, sie ist quasi natürlich drunter und kommt bei 0 raus auf der ersten Stufe, können wir auch direkt sagen. Machen es aber rechnerisch trotzdem mal. Sagen wir 15.000 Euro minus 16.956 Euro wäre minus 1.956 mal 11,9% ist immer noch ein negativer Wert. Das heißt, es kommt 0 Euro raus, weil wir das nicht unterschreiben können. Wir kriegen hier keine Gutschrift. Dann die zweite Stufe, dass man maximal 5,5% der Einkommensteuer hatte, also 5,5% von 15.000 Euro, macht 825 Euro. Und jetzt in der letzten Stufe wählen wir die günstigere Variante und das sind die 0 Euro aus der ersten Hürde. Ja, dann kommen wir zu B. Sie hat 25.000 Euro Einkommensteuer. Die Freigrenze bleibt natürlich identisch. Und jetzt rechnen wir quasi mit 25.000 Euro minus die Freigrenze. Die Differenz davon mal 11,9%. Heißt, in der ersten Hürde haben wir einen Soli von 957,24 Euro. Auf der zweiten Stufe nehmen wir 5,5% der gesamten Einkommensteuer, also mal 25.000 Euro. Sind wir bei 1.375 Euro und sehen hier, aha, hier ist unsere erste Hürde immer noch günstiger mit 957,24 Euro. Sprich, anders ausgedrückt, sie gehört zu den Leuten, zu den 6% der Menschen, die weniger Soli zahlen in dem Moment. C. Bei 35.000 Euro. Freigrenze bleibt natürlich gleich. Wir müssen hier natürlich wieder rechnen: 35.000 Euro minus die Freigrenze von 6.956 Euro. Das mal 11,9% ist die erste Stufe des Solis, sind 2.147,24 Euro. Oder aber höchstens mal 5,5% der gesamten Einkommensteuer, also mal 35.000 Euro, sind 1.925 Euro. Wir haben also quasi eigentlich in der ersten Stufe jetzt einen höheren Soli, aber wir können nicht mehr als den maximalen Soli von 5,5% zahlen. Deswegen nehmen wir den, sind 1.925 Euro. Und das führt halt zu dieser relativ starken Entlastung der Privatperson.
Gut, kommen wir zu zehntens. Die Senkung der Abzugsbeschränkung für verbilligte Wohnraumvermietung auf 50%. Nein, ich habe es nicht geschafft, einen kürzeren Titel zu finden. Gilt auch ab 01.01.2021. Und hier wird für die verbilligte Wohnraumvermietung nach § 21 Absatz 2 Satz 1 StG der Satz, dass man mindestens 66% erheben muss, auf 50% verringert. Ansonsten droht natürlich wieder, dass die Werbungskosten gekürzt werden. Und zwar jetzt, wenn man unter 50% kommt, vorher war es so, wenn man unter 66% gekommen ist, dann kann man nur noch anteilig die Sachen Geld machen. Das heißt, haben wir jetzt in dem Fall hier zum Beispiel, dass wir nur 40% der ortsüblichen Miete oder einer anderen Vergleichsmiete erheben, dann können wir auch nur 40% der Erwerbungskosten geltend machen, was natürlich einen Nachteil darstellt. Der Gesetzgeber hat auch gesagt, für den neu definierten Bereich, also für 50-66% sozusagen, muss auch noch eine Prognoserechnung gemacht werden, ob das zu halten ist. Inwieweit das in der Praxis dann geprüft wird, wird sich zeigen. Dann sind wir schon bei 11. der Steuerbefreiung in der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer für die vorübergehende Unterbringung von Wohnungslosen. Gilt auch rückwirkend ab 01.01.2020 und wird mit § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 5 bis 6 KStG für die Körperschaftsteuer und § 3 Nummer 15 der Gewerbesteuergesetzes für die Gewerbesteuer. Da wird eine Steuerbefreiung für die vorübergehende Unterbringung von Bürgerkriegsflüchtlingen, Asylbewerbern, in Wohnungen von steuerbefreiten Genossenschaften und Vereinen in das Gesetz eingeführt und auch auf alle wohnungslosen Obdachlosen erweitert. Und der erste Teil, also quasi für unsere Asylbewerber und für die Bürgerkriegsflüchtlinge, das wurde bisher aus Billigkeitsgründen akzeptiert, aber jetzt steht es endlich im Gesetz. Und wie gesagt, jetzt hat man direkt noch gesagt, Wohnungslose und Obdachlose werden quasi mit denen gleichgestellt. Und vorübergehend, das ist leider hier nicht genauer definiert, aber wenn man sich so ein bisschen in den Steuergesetzen umschaut, vorübergehend, ich denke da vor allem an die vorübergehende kurzfristige Vermietung. Das sind dann bis zu 6 Monate, würde man sagen, da kann man hier anknüpfen, aber höchstwahrscheinlich wird sich dann auch noch darüber ein bisschen gestritten werden. 12. Erweiterung der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft der Umsatzsteuer nach § 13b auf Telekommunikationsleistungen. Jeder kennt wahrscheinlich den 13b, Umkehrung der Steuerschuldnerschaft, also nicht der Rechnungsersteller, sondern der Rechnungsempfänger schuldet die Umsatzsteuer, also der, der auch die Vorsteuer ziehen kann. Das heißt, derjenige, der den Vorsteuerabzug hat, ist derselbe, der die Umsatzsteuer schuldet. Verhindert also, dass das Finanzamt irgendwelche Zahlungsausfälle hat. Und das hat man deswegen gemacht, ab 01.01.2021, dass es auch auf Telekommunikationsleistungen zugreift, wo man auch als Wiederverkäufer auftritt, sprich man kauft Telekommunikationsdienstleistung ein, bezieht vielleicht einen Teil davon selbst, aber eher in geringem Maße und verkauft die dann hauptsächlich weiter. Das gilt jetzt quasi als Wiederverkäufer und ist ein 13b-Fall, weil es war bisher nämlich so gewesen, es gab einige, ja, nennen wir es mal Sparmodelle, eigentlich ist das Wort Betrug hier schon besser, wo es tatsächlich so war, dass ein Unternehmen gegründet wurde, das hat dann Telekommunikationsdienstleistungen, ich sage mal so eine Art Mantelunternehmen verkauft. Das Mantelunternehmen hat die weiterverkauft. Ja, und klar, die haben sich ganz normal Rechnung und Umsatzsteuer geschrieben, ohne 13b natürlich. Und das erste Unternehmen, das hat dann zugemacht und war unauffindbar, das gab es so öfters. Aber das zweite Unternehmen hat ja dennoch trotzdem Vorsteuerabzug gehabt. Das heißt, die Umsatzsteuer wurde nicht abgeführt vom ersten Unternehmen, aber das zweite Unternehmen hat die volle Vorsteuer geltend gemacht. Sprich, dem Finanzamt wurde Steuergelder geklaut. Klar kann man das natürlich rechtlich verfolgen, ist aber anstrengend und kostet auch wieder Geld. Und deswegen hat man gesagt, man führt den 13b für diese weiterverkaufte Telekommunikationsdienstleistung ein, damit hier quasi gar kein Zahlungsausfall entsteht. Denn Nummer 1 ist komplett aus dem Thema raus. Nummer 2, hier unser, also der Wiederverkäufer, der macht jetzt alles und es kann zu keinem Zahlungsausfall mehr kommen. Damit ist diese ganze Konstruktion sehr schnell im Keim erstickt und eine sehr praktikable Lösung, muss ich sagen. Dann sind wir 13, die Wiedereinführung der degressiven AFA. Kann man jetzt von halten, was man möchte, hat man hauptsächlich deswegen gemacht, weil man gesagt hat, man möchte die Liquidität der Unternehmen ein bisschen erhöhen, jetzt auch vor allem wegen Corona. Klar erhöht das die Liquidität, denn ich kann meinen Gewinn damit ein bisschen drücken und damit weniger Steuern zahlen.
und gilt für die Wirtschaftsgüter, die in den Jahren 2020 bis 2021 angeschafft werden. Und man kann wieder die bekannte degressive AFA nach § 7 Absatz 2 StG wieder verwenden. Die muss allerdings wie immer vom Restbuchwert berechnet werden, also hier angepasst werden, und beträgt das 2,5-fache der linearen AFA, aber nie mehr als 25% pro Jahr. Um das mal besser zu sehen, vergleichen wir mal die drei AFA-Arten, die es gibt, sprich die lineare, degressive und die Leistungs-AFA. Wir behaupten einfach mal, dass wir am 10.07. eine Maschine gekauft haben, die 60.000 Euro Anschaffungskosten hatte. Und laut AFA-Tabelle beträgt die Nutzungsdauer 5 Jahre und der Hersteller hat uns garantiert, dass sie 100.000 Arbeitsstunden schafft. Und wir wissen als Unternehmer, an der wird monatlich ungefähr 2.000 Stunden gearbeitet. Das heißt, wir können die Leistungs-AFA pro Monat ausrechnen, indem wir sagen 2.000 Stunden pro Monat mal 60.000 Euro durch 100.000 Stunden ergibt 1.200 Euro pro Monat. So, jetzt haben wir alles, was wir zum Rechnen brauchen. Wir fangen natürlich in 2020 an und sagen bei der linearen AFA 60.000 Euro mal 6 Monate, denn wir haben ja nur 6 Monate sie genutzt, kein ganzes Jahr, müssen ja pro rata temporis monatlich machen. Geteilt durch 12 Monate mal 5 Jahre sind 6.000 Euro. Die degressive AFA, die ist das 2,5-fache der linearen AFA, wäre also 2,5 mal 20% sind wie viel? 50% genau pro Jahr, aber maximal 25%. Dann nehmen wir also die 25% und rechnen 25% mal ein halbes Jahr mal 60.000 Euro sind 7.500 Euro. Die Leistungs-AFA ist einfach zu berechnen. Wir wissen 1.200 Euro pro Monat. 6 Monate haben wir sie genutzt, sind 7.200 Euro. In 2021 bei der linearen AFA rechnen wir einfach die 60.000 Euro durch die 5 Jahre. Wir haben ja ein volles Jahr, sind 12.000 Euro. Klar, wir sehen, das ist das Doppelte, aber wir sehen auch bei der degressiven ist es halt nicht das Doppelte, weil unsere Bemessungsgrundlage sich geändert hat. Wir können nämlich jetzt nicht die 25% irgendwie von den wo wir Anschaffungskosten wählen, sondern immer vom Restbuchwert. Und das sind halt 25% mal die 60.000 Euro, die wir angeschafft haben, minus die 7.500 Euro, die wir schon abgeschrieben haben, sind 13.125 Euro. Sind wir also in 2020 und 2021 mit der degressiven AFA besser gelaufen und haben unseren Gewinn ein bisschen drücken können. Leistungs-AFA ist unspektakulär, muss das Doppelte sein, zwar in 6 Monate, jetzt in 12, macht 14.400 Euro. In 22. Lineare AFA bleibt gleich wie in 2021, aber die degressive AFA, da müssen wir jetzt wieder rechnen. Wir hatten quasi ja jetzt noch 52.500 Euro im Vorjahr gehabt, abzüglich der AFA, die wir da haben, davon 25% sind 9.843,75 Euro. Jetzt ist die degressive AFA aber schlechter, klar, weil die Bemessungsgrundlage sich immer weiter mindert. Die Leistungs-AFA ist 14.400 Euro, klar, denke ich. In 23, die lineare AFA ist wieder gleich. Die degressive mindert sich weiter, denn wir haben nur noch 39.375 Euro minus 9.843,75 Euro, die wir abgeschrieben haben im Vorjahr, sind 7.382,80 Euro. Leistungs-AFA bleibt gleich. 2024, klar, wieder ein volles Jahr in der linearen AFA sind 12.000, der degressiven AFA ist noch weniger. Nur noch 29.531,25 minus 7.382,80 und davon 25% sind 5.537,12. Leistungs-AFA, die ist komplett weg, denn wir haben quasi unsere Arbeitsstunden komplett aufgebraucht, sind 9.600 Euro. 2025, lineare AFA. Der Rest wird abgeschrieben. Bei der degressiven AFA, der Rest wird abgeschrieben. Das ist natürlich deutlich höher. Und bei der Leistungs-AFA, die ist schon voll abgeschrieben. Aber man sieht, natürlich kommt man am Ende überall auf Null hinterher wieder. Es verteilt sich halt nur anders. Dann 14. Die Erhöhung des Verlustrücktrags in der Einkommensteuer 5 Millionen Euro. Das ist Regelparagraf 10d Absatz 1. Und für die Jahre 2020 und 2021 erhöht sich der Verlustrücktrag, der sonst 1 Million Euro beträgt, beziehungsweise bei Zusammenveranlagung 2 Millionen Euro, auf 5 Millionen Euro bei Einzelveranlagung und 10 Millionen Euro bei Zusammenveranlagung. Und last but not least, die Erhöhung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende.
Und für Alleinerziehende erhöht sich der Entlastungsbetrag nach § 24b Absatz 2 StG rückwirkend ab 2020 von 1.908 auf 4.008 Euro. Und er soll vor allem fortan gelten. Es war zuerst gedacht, zeitlich den zu beschränken, aber ein Gesetz eingefunden hat sich das ohne zeitliche Begrenzung. Damit sind wir mit dem zweiten Teil der Neuregelung durch. Ich hoffe, es war spannend, interessant. Das nächste kommt dann in 3 Wochen, der Teil 3, mit dem Schwerpunkt, sage ich mal, Umsatzsteuer und diese ganzen anderen Sachen, die ich noch nicht geschafft habe, hier reinzubauen, weil ich da noch die Aktualität ein bisschen prüfen muss. Ist wirklich, wie gesagt, ein bisschen umstritten aktuell. Und ich werde auch noch Sachen aufnehmen, die vielleicht den Weg nicht ins Gesetz geschafft haben, aber die entweder im Entwurf waren oder aber von denen ich glaube, dass sie relativ bald verabschiedet werden müssten. Allerdings werde ich dann nochmal einen entsprechenden Hinweis geben. Ich bedanke mich auch für eure Aufmerksamkeit. Fragen, nette Kommentare, naja, Kritik würde ich natürlich auch annehmen, gerne als Kommentar. Und wer mir gerne helfen möchte, ein Abo ist nicht schlecht, ein Daumen hoch hilft auch massiv viel. Oder wer gerne Lust dazu hat, kann mich auch unter Patreon unterstützen. Da findet man oben rechts die Infokarte bzw. dann als Erläuterung in den Videotext. Bis dahin sage ich, viel Spaß, mögen die Steuern mit euch sein und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!